Meine Güte, wie viel kommen da noch? Ich helfe, wo immer. Ich werde es tun. Ist das ein Feuerriese? Ja, das ist ein normaler Feuerriese. Okay. Was kann denn da ja ganz nah? Ich bin da. Ja? Chris. In Ordnung. Nächstes Mal. Zeig mir, wohin habt ihr einen Plan angezogen? Ja. Auf Recht und Ehre. Meine Klinge wird euch schon zurechtstürzen. Irgendwann müssen doch die Riesen mal aufhören zu spawnen. Mann, warum sind da so viele? Oh Mann, irgendwo muss ich mich doch zurückziehen können. Keine große Herausforderung. Ich muss mich wieder auf die andere Seite der Brücke zurückziehen, sobald ich Agashura das erste Mal vertrieben habe. Meine Klinge wird euch schon zerrecken. Ich dachte, ich hätte der Erste sein sollen. Ich hätte man gleich auf euch ansetzen sollen. Was? Agashura kann nicht besiegt werden. Männer! Männer, zerstört sie! Reißt ihnen die Herzen aus der Brust! Ich will sie leiden sehen! Die Dienerin der Natur ist bereit. Auf meiner Klinge. Für die Gefallenen euch einen richtigen Kampf. Das ist der Kleriker-Leutnant, nicht der Magier-Leutnant. Und das sieht ein Feuerriese, der uns totschlägt. Wenn ich der Gruppe weit, ich warte auf euren Befehl. Hier zeigt mir. Was immer ihr wünscht. Wer fehlt? Auch hingehen. Böse, einen Schritt zur Seite. Zeitstopp. Keine große Herausforderung. Auf meiner Klinge steht doch... Ihr habt es so gewollt. Sein muss. Ich hätte der erste Pass. Jagashura kann nicht besiegt werden. Männer! Erwischt! Männer, ja, verstanden. Die Herzen aus der Brust. Ich stimme dem erwischt! So. Da wurde wieder Eri verprügelt. Keine große Herausforderung. Ja, Jagashura besiegen. Auf meiner Klinge. Ich hätte der Erste sein sollen. Was? Jagashura kann nicht. Gut. Ja? Bei Torm, ich werde euch. Ja, verstanden. Aber meinen Freunden werdet ihr das tun. Eure Stunde wird kommen. Die Dienerin der Natur ist ihr bereit. Zeigt mir Ruhe. Ich warte auf euren Befehl. Schon erledigt. Rückzug, Rückzug, Rückzug. Ich wusste es. Jäger! Jagashura! Erwischt! Euch dennoch besiegen! Ich bin bereit! Hört auf, dauernd immerhin zu schlagen! Wenn es sein muss.
Da ist der Klerikerleutnant. Oh, da ist viel zu viel, viel Zeug. Rückzug. Rückzug in den Nordwald. Wurde aber auch Zeit. Vita, Mörder statt Wörter. Sprecht frei heraus. Ja. Ich habe Albträume gehabt. Ziemlich seltsame Albträume. Ich bin beispielsweise in einem Fluss aus Blut gesegelt. Es erschien so real. Ihr habt auch viel geträumt, bevor Gorion gestorben ist. War das so ähnlich? Ja, das war es. Manchmal sogar noch schlimmer. Nein, ihr bildet euch das neue. Ihr bildet euch da nur etwas ein, Imoin. Macht euch keine Sorgen, Imoin. Es wird alles gut werden. Ich möchte nicht darüber sprechen. Reißt euch zusammen, Imoin. Ihr müsst einfach damit fertig werden. Ja, manchmal war es sogar noch schlimmer. Schlimmer? Dann weiß ich nicht, wie lange ich das noch durchhalte. Die Bilder tauchen einfach in meinem Geist auf, wenn ich schlafe. Egal, wie sehr ich mich bemühe, mich dagegen abzuschotten. Und ich habe auch begonnen, Kräfte zu entwickeln. Kräfte, die ihre Energie aus der Essenz im Meer beziehen und nichts mit Magie zu tun haben. Welche Art? Kräfte, die schwächeren Zaubern gleichen, ähnlich wie bei euch, als ihr Kerzenburg verlassen habt. Kräfte, um Wunden oder Gift zu heilen, derartige Dinge halt. Aber das bedeutet doch, dass ich dem gleichen Pfad folge wie ihr. Das bedeutet doch, dass es noch schlimmer werden könnte. Das bedeutet doch, dass ich zum Schlechter werden könnte. Es ist gar nicht mal so übel, der Schlechter zu sein. Es wird schon alles gut werden, Imoin. Hört auf mit dem Gegangen. Ich bin sicher, dass es nicht so weit kommen wird. Warten wir einfach ab, wie wir die Dinge entwickeln. Wir können einander ja helfen. Ich hoffe, dass ihr recht habt. Je mehr ich über diese Essenz erfahre, desto sicherer bin ich mir, dass ich sie nicht will. Ich weiß nicht, wie ich damit leben könnte. Wie ihr damit leben konntet. Achso, okay. Die Dienerin der Natur ist bereit. Okay, zurück nach ins Armeelager. Jetzt werde ich wahrscheinlich vor tausenden Gegnern stehen. Nö. Nächstes Mal. Eure Stunde wird noch kommen. Aus meiner Klinge steht euer Name. Ich tu dir weh. Oh. Kratz ihnen die Augen aus. Ja. Nächstes Mal. Meine Klinge wird euch schon zurechtstutzen. Oh, die ist auch noch gefiert. Okay, nö, vergessen wir das Ganze. Ich muss das mit dem Quicksave machen und ich darf mich nicht zurückziehen. Keine große Herausforderung. Ihr beide euch ignoriere ich. Auf meiner Klinge steht. Ihr habt mir ich hätte der Erste sein sollen. Das macht Spaß. Ich hätte mal gleich was. Jager Shura kann nicht besiegt werden. Männer! Zerstört sie! Reißt ihnen die Herzen aus der Brust! Die Dienerin der Natur ist bereit. Ich will sie leiden sehen! Macho, macho, ich helfe, wo immer ich kann. Auf meiner Klinge steht euer Name. Die Natur nimmt das Leben, das sie hat. Wir werden. Oh, fein. Das macht Spaß. Ich bin bereit. Ihr habt mich geschwächt. Ihr und diese verfluchte Hexe. Ich wusste es. Egal. Okay, sie sind da oben. Dann ziehen wir uns nach Süden zurück. Was kann ich tun? Nächstes Mal. Habt ihr einen Plan? Ja, was geht? Die Natur heißt Alia. Ah, Keldorn, auch wenn es ein bisschen blöd ist. Bann mal die Magie, die auf uns wirkt. Ja. Immun, neuer Hast. Airy, neues Gebet. Ah, Zeitstopp, scheiße.
Aerie tot? Wer noch? Immerhin ist ganz tot. Okay, ich habe eine neue Taktik. Ich gehe direkt auf Yagashura los, sobald er respawned ist. Yagashura kann nicht besiegt werden. Männer, zerstört sie! Reißt! Die Dienerin der Natur ist bereit. Stirb nicht! Das Gute ist heute auf unserer Seite. Ihr habt es so gewollt. So, da ist er. Alles auf ihn konzentrieren. Ich warte auf euren Befehl. Nächstes Mal. Ja. Oh. Ich grüße euch, ihr Kind des göttlichen Blutes. Es ist an der Zeit, mit eurer Ausbildung fortzufahren. Boah, wir haben es geschafft irgendwie. Ja, warum habt ihr mich hierher geschleift? Ihr habt nicht gerade einen idealen Zeitpunkt gewählt. Was seid ihr mit deiner Ausbildung? Nun gut, ich glaube, ich bin bereit. Was seid ihr mit meiner Ausbildung? Der erste Schritt auf dem Weg zur Erfüllung eures Schicksals wurde getan. Yagashura ist durch eure Hand gestorben. Alle beteiligten Kräfte streben nun einem raschen Abschluss entgegen. Mhm. Jetzt ist es an der Zeit, euch selbst und eure Vergangenheit zu erkennen, um die Zukunft zu enthüllen. Hört mir zu und seid bereit, gerichtet zu werden. Ja, das klingt scheinbar nicht sehr vielversprechend. Nun gut, ich will euch zuhören. Um sich selbst ins Gesicht zu sehen und sich aufrichtig die Frage stellen zu können, wer bin ich, muss man zuerst seinen Ursprung kennen. Ich bin Batman. Euer eigener Ursprung ist ein Rätsel für euch, Gottkind. Ihr habt keinen Anfang. Und ohne einen Anfang, wie kann es da ein Ende geben? Was wisst ihr von eurer Geburt? Was wisst ihr von eurer Mutter? Von eurem Leben vor jener Zeit, als euch Gorion in Kerzenburg in Sicherheit brachte? Ich weiß nichts von meinem Leben vor der Zeit mit Gorion. Eure Vergangenheit entfaltet sich vor euch. Ihr wäret gut beraten, ihre Bedeutsamkeit anzuerkennen. Ich bin eure Mutter. Ich bin Aliana, eine Schülerin des großen Fürsten des Mordes, eine Priesterin Baals. In der Zeit der Sorgen kam Baal persönlich zu mir und flüsterte in mein Ohr. Er sagte mir, ich wäre auserkoren, eines seiner Kinder zu gebären. Ich würde eure Mutter sein. Ich erhob meine Arme vor Freude und pries den Fürsten des Mordes. Ich war über mein Schicksal äußerst erfreut. Okay, unsere Mutter ist eine Irre. Andere vom Orden Baals nahmen mich mit. Wir wurden am entlegensten Ort des Tempels versteckt, wo wir von neugierigen Augen sicher sein sollten. Andere der Kinder waren ebenfalls dort. Als unser großer Baal starb, begannen wir mit der Erfüllung unserer Aufgabe. Aha. Bestand darin, ihr eigenes Kind auf dem blutigsten aller Altäre zu opfern. Ach, hi Gorion. Ja, ich hätte euch getötet, mein Kind, damit Baal wieder leben kann. Aber ich und mehrere meiner Gefährten hatten den Standort des Tempels herausgefunden. Wir griffen an und hinderten die Mutter daran, die Opferung zu vollenden. Wir wehrten uns. Es war der Wille Baals, des Vaters meines Kindes. Sie waren zahlreich und verfügten über starke Magie. Uns blieb nur wenig Zeit und ich tötete die Priesterin. Er tötete mich. Mich, eure Mutter. Ich rettete euch und floh aus dem Tempel, während
und zahlreiche der anderen Kinder Baals im Tempel starben. Ja, super. Wir sind aber nicht alle gestorben. Einige konnten das Chaos nutzen, um zu entkommen und zu fliehen. Melisarevok. Ja, nicht alle Kinder der Baalbrut sind in dieser Nacht gestorben. Ich habe das einzige gerettet, das ich retten konnte.